Das Trauma, was du als Kind erfahren hast, ist ein Potenzial. Es ist dein Schicksal. Es ist das Wichtigste, was du hast. Und wenn du dich deinem Trauma stellst, söhnst du dich mit deinem Schicksal aus, mit dem, was passiert ist, wenn alles gefühlt worden ist, was damit zusammenhängt. Und du bemerkst, dass du ein einzigartiges Schicksal hast. Wenn du das alles nicht kontaktierst und einfach vergibst, das nicht anrühren willst, dann schützt du dich vor dem riesigen Konflikt in deiner Kindheit, vor einem existenziellen Konflikt und lebst weiter in dieser Fassade, die deine Wächter aufgebaut haben, damit dir nichts passieren kann. Das musst du aufbrechen und das geht über deinen Körper. Das geht. Wächter nenne ich Teile, die dich schützen wollen, die die Wunde, die damals in der Kindheit dir geschlagen worden ist, zudecken und diese damals nicht zu ertragenden Gefühle aus deiner Wahrnehmung herausbringen. Dadurch konntest du deine Kindheit und die verschiedensten Traumata überleben, indem die Verletzlichkeit, die Verwundbarkeit in dir außerhalb der Wahrnehmung gestellt worden ist. Und du, das nenne ich die Spaltung der Psyche, und du in einem Schutzverhalten bist, wo Wächter unbewusst alle Schmerzen, alles, was dir wehtun könnte, aus deiner Wahrnehmung rausbringen, dagegen kämpfen, es kompensieren. Das Problem dabei ist, dass dieses im Schutzverhalten Leben dich gefühlsmäßig total verarmt. Du kommst nicht in deine Kreativität und du bist nicht, in Wahrheit nicht konfliktfähig und auch nicht fähig, Grenzen zu ziehen. Deshalb muss man sich im ersten Schritt, wie ich das in dieser Methode, die ich entwickelt habe, der radikalen Erlaubnis darstelle. Der erste Schritt ist, dieses Schutzverhalten, diese Wächter in dir zu erlauben und wahrzunehmen. Die dürfen das. Das war lebensrettend. Und wenn da eine Bewusstheit entsteht, dass diese Wächter in dir am Werke sind, wenn diese Bewusstheit da ist, dann ist es in deinem System so sicher, dass du die starken Gefühle, die sogenannten dunklen Gefühle, die wir in unserer Gesellschaft einfach nicht fühlen sollen, ans Hochkommen, gefühlt werden können. Und dann, wenn du das einmal tust und das Kind in dir wiederentdeckst und bemerkst, dass das, was es alles an Schmerzen und Verletzungen erduldet hat, dann kommst du mit der Vitalität, den vitalen Gefühlen wieder in Kontakt. Der gleiche Fehler wird gemacht, wenn ich plötzlich auf die Idee komme, ach, ich werte mich ja die ganze Zeit ab. Hey, ich liebe mich jetzt. Die Liebe ist das Größte. Ja, das kannst du denken oder nicht. Oder die Linde rauscht. Das verändert überhaupt nichts. Das sind Konzepte, die du dir wie so ein Anglerfisch, ne, der immer so eine Angel vor sich hat, die du dir vorhängst und hinterherhechelst. Das bringt nichts, das ist der falsche Weg. Das führt nur zu weiteren Abspaltungen und zu Verhärtung deiner gespaltenen Psyche. Der Weg ist ein anderer, dass du erlaubend in deinem Körper spürst. In deinem Körper findet die Veränderung statt, nicht in deiner Birne. Jedes Konzept, was sich über den Körper legt, wo du dich zu irgendwas hinbringen willst, minimiert die Präsenz. Die Erfahrung der Gegenwart wird weniger, wenn du an ein Konzept glaubst. Es reduziert sich die essentielle Erfahrung, die du als Kind gehabt hast, als du im Sein geborgen warst, wenn das auch bei uns meistens nur kurz war.